Und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Feed the Beast Together. Heute mal wieder mit Daylight LP, der heute leider alleine da ist. Wie sonst auch eigentlich immer. Ja, er macht heute. Jetzt mal so sagen. Er macht heute ein Video ohne mich, wie es aussieht. Schade. Ich bin gar nicht Wieso anwesend. Ein Video ohne dich? Ja, ich bin doch gar nicht anwesend. Überhaupt nicht. Wieso bist du gar nicht anwesend? Weil ich sarkastisch bin. Und jetzt sind wir wieder mit einem schlechten Witz eingestiegen, der überhaupt nicht witzig war. Aber irgendwie wollen das ja die Zuschauer meistens. Ach genau. Ja. So, bevor ich jetzt dieses Mal hier in meinem Zimmer weiterarbeiten werde, ziehe ich erstmal meinen Feuerschutzanzug an. Wieso das denn? Na, es gibt da so eine kleine Flüssigkeit, die nennt sich Enderium. Ender. Und diese Flüssigkeit namens Ender hat diese schöne bewirkende Sache, dass sie einen rein zufällig irgendwohin teleportiert. Nun ja, ich hatte heute das Glück mit dieser Flüssigkeit, dass sie sich entschieden hat, mich in den Vulkan rein zu teleportieren. Und das war circa vor 2 Minuten. Genau. Lol, ich glaube, das tut auch Items teleportieren, weil ich hab gerade was gehört. Ich glaube, das teleportiert dann, wenn auch alles. Lol, der Vulkan, Alter. Ich hab echt die perfekte Zimmerplanung gehabt. Weißt du wieso? Weil Wieso? Da, wo jetzt das Ender runterfließt, genau dahinter kommt dann Obsidian. Okay. Yep. Ja, und ich bin ja gerade ein bisschen mein. Na gut, mein kann man es nicht nennen. Ich besorge mir eigentlich gerade nur ein bisschen Schrott. Einmal für den Recycler, um Swap herzustellen, wovon wir eigentlich schon relativ viel haben, aber man niemals davon haben kann für Yuyu Meta. Dann werde ich mir so irgend so was herstellen, was ich brauche, um das Flüssige, ja, zum Festen zu machen. Und ja, das wäre es dann eigentlich, was ich jetzt vorhabe. Ein Applaus für DaylightLP. Und was ich natürlich nicht aufnehme, weil es ist langweilig. Und das gibt's bei dir schon 3000 Mal, nicht wahr? Enderflüssigkeit oder nicht Enderflüssigkeit? Das ist ja die Frage. Los, breite dich aus, Mistding. Oh, fuck! Alter, zum Glück hatte ich den Feuerschutzanzug an, weil rate mal, was gerade eben passiert ist. Oh, du bist wieder in die Flüssigkeit zurück und wärst fast verreckt. Ja. Aber, wie hab gesagt... Ich damit recht? Ja, wie gesagt, ich war zum Glück schlau genug und habe Vorkehrungen getroffen. Na dann... Das scheue Kind... nee, das gebrannte Kind scheut das Feuer. Und ich erst recht, wenn es Lava ist. Ich meine Feuer, okay, aber Lava, das sollte man vielleicht doppelt so oft scheuen. Wenn man daran denkt. Weißt du, was cool wäre? Flüssiges Feuer, und zwar nicht, ich meine was halt nicht, denn? Also flüssiges Feuer, nicht Lava, weil Lava ist ja nicht wirklich flüssiges Feuer, das ist einfach nur geschmolzenes Gestein. Aber wirklich die pure Essenz Feuer in flüssiger Form. Und sowas wie Napalm oder sowas in der Art, das zählt ja nicht, weil das ist ja auch ein anderer Stoff, der brennen tut. Ja. So gesehen ist ja flüssiges Feuer nicht möglich, aber cool wär's trotzdem. Stell dir vor, so eine Flasche flüssiges Feuer. Ja, aber du kannst ja rein theoretisch eine Rüstung aus purem Feuer machen. Ist halt nur die Frage, wie lange sie hält. Richtig, ich glaube, die ist nicht sehr gut. Ich glaube, das war, das weiß ich glaube ich noch. Die ist nicht gerade die beste. Ja.
Und sieht auch, glaube ich, nur aus wie so eine Art Kettenrüstung, keine Ahnung. Das war sie auch, glaube ich, so hat man auch, glaube ich, Kettenrüstung hergestellt gehabt. Kann möglich sein, weiß ich nicht. Ja, also irgendwie flüssiges Endzeugs ist entnervig, wie es aussieht. Muss ich irgendwie dann anders arbeiten müssen, weil das Ding ist, glaube ich, noch unflüssiger als Lava. Alter, du hast Was? dich gerade eben eine Sekunde lang kurz an, also wie eine andere Person angehört. Oh, das tut mir jetzt aber sowas von leid. Ah, Mist, jetzt haben sie meine wahre Identität gefunden. Brauche ich ja meine Stimme hoffentlich Ich nicht gebe dir weiter noch zu mal eine verschleiern. Chance zu raten, wo ich dieses Mal hingefallen bin. Wieder in den Vulkan hinein. Kann möglich sein. Ich weiß es nicht. Also Junge, ich kann Junge, den du Tipp geben, stellst Sachen an. es ist riesig, dieser Bereich hier, und voll mit Lava. So ziemlich. Also, du Du könntest schon bist recht woanders haben. hingefallen, wo noch mehr Lava ist. Bord ist in den Nether teleportiert. Oh, das wäre echt beschissen. Zum Glück aber nein. Du hast es schon recht beim ersten Mal. War mir wohl klar. Nee, wirklich? Ja. Weißt was, ich glaube, ich bereite mir hier schon eine Art Leiter vor, also Steinleiter, damit ich nicht beim nächsten Mal, wenn ich hier runterfalle, erstmal eine halbe Stunde hochspringe. Okay, viel Spaß. Ach, ich hasse Lava, das ist so langsam. Und ich bin gerade auf Grundgestein, also beim Bedrock bin ich gerade schon mit meinen Sachen hier. Und ich kann nur sagen, ich liebe diese Ender-Pouch nur. Ohne die wüsste ich nicht, was ich machen soll. Ja, ich liebe die Enderpouch auch. Ohne die wäre ich jetzt schon zum zweiten Mal verreckt. Das jetzt nicht. Ich dachte, ich habe das Zeug da rausgepackt. Ohne das Ding wäre ich jetzt schon aufgeschmissen und müsste schon wieder zurückkommen, weil ich absolut keinen Platz mehr habe. Weißt du, was irgendwie geil ist? Wenn Was denn? du kannst die Ich? Perspektive... Nein, Ich weiß, dass ich vielleicht. geil bin. Du kannst die Perspektive in Minecraft ja so schnell ändern. Wenn du zum Beispiel eine Leiter hochkletterst, kann es gut möglich sein, dass Ja. es aussieht, als ob du eine Leiter runterklettern würdest. Weiß. Das finde ich irgendwie witzig. Redstone, Redstone, Redstone. So, ich habe das Ethereum jetzt in einem Bucket wieder drinnen. Muss warten, bis es abfließt, und derzeit kann ich schlafen. Nein! Weißt du, ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, aber irgendwie rot. Das sehe ich heute auch häufig. Rot, orange, sowas. Aber ich muss schon sagen, mein Sinn fürs Überleben ist so groß, dass ich wirklich auch nicht so blöd gewesen bin und meinen Anzug kein einziges Mal bis jetzt abgezogen hätte. Weil eins ist sicher, hätte ich im Feuerschutzanzug nur irgendeine Rüstung nicht an, würde ich um einiges schneller verrecken. Da wäre die Rettungsaktion wirklich total beschissen. Weil die andere Rüstung, da ist es ein halbes Herz pro... Ja, pro Sekunde so ungefähr. Na, es ist sogar langsamer. An Schaden, den ich Okay. bekomme. Ja. Also an sich hätten wir einen Haufen Projekte. Ich meine, wir könnten Farmen bauen, wir könnten Möglichkeiten bauen, um, weißt schon, hier jetzt Zeugs abzubauen. Bla bla bla. Ist halt bloß die Sache, worauf wir am meisten Bock haben, und man darf ja auch nicht vergessen, man sollte auch eine Ahnung haben, wenn man das macht. Lol, lol, was habe ich hier gerade gefunden? Lol, lol, was habe ich hier gerade gefunden? League of Legends? Fragezeichen. Weiß es nicht, was ich gefunden habe. Ich bin
Wie können wir das machen, dass du mal kurz zu mir kommst? Dass ich zu dir komme. Ja, du zu mir. Hast du Auf irgend... nur einer Hast... einzigen Art. Ich komme zu dir. Mit dem Portal dachte ich, dass du mir irgendwie... Ich könnte dir ein Buch in dein Dings reinstecken, aber da müsstest du auch ein Buch. Also, so gesehen könnte ich jetzt so machen. Ich gebe dir ein ungelinktes Buch. Ja. Du tust rechtsklicken, ich gehe da, also dann tust du zurück in die Inner Pouch reinlegen, ich gehe dann in den Nether und aktiviere es von dort. Können wir so machen. Gut. Boah, warte, ist das irgendwas Besonderes, was ich gefunden habe? Nee, doch nicht. Was war's denn? Weil ich bin hier gerade eben halt in einem Minengang unten auf dem Bedrock. Mhm. Hab dann, sagen wir mal, einen etwas größeren Raum gefunden, wo Cobblestone drüber ein bisschen drum war, aber mehr auch nicht. Ach so. Dachte, das wäre was Besonderes jetzt gerade. Sowas Aber wie ein war es Dungeon, doch oder? nicht. Also. Naja. Ja, dachte ich aber. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Aber die Hälfte. Jo. So, hüp. Wo gehen wir jetzt weiter? Aber trotzdem könntest du mir mal irgendwie ein Buch reinlegen. Weil dann kann ich, komme ich ja auch ein bisschen schneller zurück und muss mir den Weg nicht wieder raussuchen. Ja, also wenn du wirklich nach Hause musst, kann ich dir dann sofort ein Buch machen, aber ich mach noch kurz hier diese Scheiße mit dem Enderzeugs. Was ich ja geplant habe. Komm schon. Du warst mal cool in Minecraft. Eigentlich. So, hab da. Ist bei dir irgendwie gerade so ein Gekreische irgendwie? Keine Ahnung, ich höre so ein Gekreische die ganze Zeit. Ende mein Gekreische. Das bei dir? Nicht, dass ich wüsste. Also ich höre keine Scheiße im Keine Moment. Ahnung. Irgendwie so ein gequältes auf jeden Fall. Ich komm. Hört sich appetitlich an. Gequältes Gekreische. Weißt du es auch? Nein, aber ich meine halt so, wie du es beschreibst. Ich weiß halt bloß, dass Ist es Scheiß auch? Endermans. Ne? Ist es auch? Okay. Also ich weiß nicht, das Enderman, also es hört sich überhaupt nicht wie Endermans an, oder? Nee. Okay. Hört es sich nicht. Wüsste ich jetzt nichts, was auf diese Beschreibung, was es da zu sagen gibt. Gucken wir einfach mal. Ach nee, jetzt habe ich einen Bock Smoky Quarz verloren. Nein, 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 nein. Scheiße, eine Flüssigkeit. Natürlich vielleicht nicht die beste Möglichkeit hier mit einer Flüssigkeit rumzubauen, aber es sieht awesome aus, muss ich dir sagen. Und wenn ich wirklich fertig bin mit dem Raum, einfach noch grandios. Aber ich muss mir noch irgendwas überlegen für Deckenbeleuchtung. Vielleicht mache ich das gleiche, nehme ich eine Lampe drauf zu, aber die Lampe wäre irgendwie scheiße. Und ich brauche Quarz. Weiß es selber, also da ich ja gleich, wenn ich wieder zurückkomme, wie heißt es, Ein mein Haus. Haus bauen will, ein neues, dann weiß ich auch noch nicht, was ich da für Licht reinbaue. Weil es gibt Lampen, Hab dann mal, gibt es als ich mal mit... Flüssigkeit, bla 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 und sowas in der Art. Ich weiß schon. Scheiße. Ich habe mal mit einem Kumpel auch ein ganz normales Minecraft Let's Play gebaut. Ja, gemacht, nicht gebaut. Irgendwie ein bisschen komischen Let's Play zu bauen, ne? Da haben wir so ein geiles Haus gebaut, muss ich sagen. Das haben wir aber im Endeffekt nur im Kreativmodus fertig bauen können, weil das wurde nur aus Wolle hergestellt. Und ja. Hat A sau lange gedauert und
Ja, noch viel mehr. Es hat so lange gedauert und noch viel mehr. Sieht es an. Ja. Ich habe ja bloß so ein leichtes Gefühl, aber ich denke, dass Enderflüssigkeit nicht die beste Flüssigkeit ist, um damit irgendwas zu bauen. Also. Weil es Nein, laggt gerade ein ehrlich. bisschen. Ja, nein, ich meine halt, Ich weil es laggen tut. nicht. Weißt du, dass ich aber jetzt Lust habe zu probieren? Ach, fuck. Blödes Enderflüssigkeit. Geh mir aus dem Weg. Ich versuche jetzt hinter der Enderflüssigkeit ein Stückchen Lava zu machen. Okay. Und du darfst raten, wie gut das funktioniert. Und ich baue mich gerade, um ehrlich zu sein, einen Weg nach oben, Also soll ich jetzt damit dir ich... Dings stellen? Ja, wäre cool. Okay, geh mal kurz mal stellen hin. Bucherstein. So, ich brauche dafür Leder ein Stückchen. So, ein Stückchen Leder. Dann brauche ich Papier. 1, 2, 3. Und ich brauche Inksack. Habe ich ein Stückchen Hast du Tinte? denn noch alles, was du dafür brauchen tust? Ja, klar, habe ich alles. Ah, Alles nice, Entropy klar. Shards. Entropy, ja. Ich habe erst letztens bei uns, bei unserer Schmiede, hatte ich Entropy Shards gesehen, habe ich nochmal benutzt. Ah, ich habe mich, glaube ich, gerade an eine Sache erinnert, an die ich nicht habe. Und die war ja eine Glasflasche. Na, zum Glück gibt es hier eine Glasflasche. Glasflaschen sind auch nicht teuer. Ja, aber ich habe keinen Bock gehabt, eine herzustellen müssen. Aber jetzt brauche ich nicht nur eine Glasflasche, sondern... Wieso? Ich brauche hier auch noch einen zweiten Inksack. Ich habe das eine mitgenommen. Das ist so blöd. Wir brauchen eine bessere Möglichkeit, von unseren Häusern, also zu unseren Häusern zurück teleportieren zu können. Okay. Weißt schon, egal wo du bist, klick und du bist zu Hause. Ach, ein Feuerzeug ist gerade runtergefallen. Ach ja, du brauchst ein Nether-Dings. Also eine Was? Möglichkeit, in den Nether zu kommen, um das Ich? Buch überhaupt aktivieren zu können, ja. Ich soll's dir doch wieder ein Ding packen und du aktivierst es mir dann. Dann würde ich ja aber zu dir kommen. Du ja, aber nicht zu mir. Das heißt, Okay, dann. ich muss auch ein zweites Dings herstellen. Was? Ein zweites Büchlein. So Logischerweise. teuer sind sie ja nicht. Nee, sind sie nicht. Dauert halt bloß kurz. Ist leicht zeitaufwendig, aber nur leicht. So. Ah, ich brauche doch Leder, hab ich doch gewusst, Mann. Ah, Mann. 1, 2. Das kann ich weglegen, genau, so war das jetzt. Jetzt bin ich richtig auf dem richtigen Weg. Du könntest eine Enderbase machen. Könnte ich ja, ob ich das will. Dom, 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 dom. Mist, ich hätte gar nicht gedacht, dass es funktionieren hätte können. Ich weiß aber, wo wir noch Down, Knoblauch stone, haben. down. Hast du jemals gefragt, wie flüssiges Metall schmeckt? Nicht? Stell dir vor, du könntest flüssiges Metall essen. So könnte ich es. Wieso? Wieso sollte ich sowas tun? Ich weiß nicht, weil du ein
Bock drauf hast? Stell dir das vor, du hättest Bock drauf. Also ich meine, flüssiges Eisen müsste ja dann einfach nur wie kaltes Eisen schmecken, nur halt brutalst heiß und tödlich. Und hallo, hier sind wir gerade wieder zurück. Zurück. Für die Leute, die es nicht verstanden haben. Ach ja, habe ich schon gesagt, zurück. Ich glaube schon, ja. Vielleicht sollte ich lieber nochmal sagen. Ach ja, wir sind zurück. So, jetzt müssen wir nur noch die Bücher. Also Ey. ich habe schon das eine Buch jetzt verbunden. Ja, mit dem Nether. Jetzt müssen wir natürlich noch zu ihm rüber. Mit Le Büchle. Du willst an diesem Punkt eigentlich überhaupt zurückkommen an das und dort, wo du bist? Danach nicht mehr. Nur dass ich jetzt, nur danach nicht mehr, nur dass ich hier jetzt. Okay, also nur nach nur hab ich nichts mehr verstanden. Könnte sein, dass bei mir gerade wieder irgendein Scheißproblem auftritt und das regt mich auf. Ups, nein. Ach, fuck. Komme. Ja? Hörst du? Ja, ich höre. Hörst du mich? Ach. Na, Ja, geklappt schon wieder. dieses Mal bin ich nur vom Server geflogen. Hast du es denn jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Ich habe nur ich komme gehört. Und ich hoffe, das war auch bloß das, was du sagen Nur wolltest. wieder zurück und das war's eigentlich. Ja, aber jetzt, Wenn ich ich habe jetzt unnötig zwei Bücher gemacht, den kannst du dann auch, wenn du ja willst, ja nochmal zurückkommen. Und von dort aus wieder zurück zu Okay. uns kommen. So, also wie gesagt, es muss in deine Base. Jo. Dann kann ich ja nur kurz mal anschauen, wo du warst. Also, dann kann ich zumindest dorthin kommen. Jo. Bringt eigentlich nichts, weil ich gerade so Minen gegangen bin. Ja, auch Ja, nicht. ist egal. Dann schwarz, schwarz, schwarz. Welche Endertruhe ist deine Truhe? In meiner die steht nicht da, wo Ah, die ganzen da ist Kisten offen. stehen, sondern da Ja, hinten bla beim bla Bett weiß. da. N20 Diamonds, die brauchst du nicht. Ja. Das bitte rechtsklicken. Also Ja, in die Hand warte, nehmen, warte. rechtsklicken. Rechtsklick, ja. Das legst du jetzt dann zurück. Dann das Linkbook bitte auf den Bookstand drauf tun, das ich dir jetzt gerade gegeben habe. Also das, was ich jetzt gerade in der Tasche Nein, habe. ja, das, was gerade in der Kiste drin liegt. Und das, was du gerechtsklickt hast, legst du zurück. Also das lege ich zurück, das nehme Genau. ich und stelle das, was ich genommen habe, aufs Rücksteller da. Ja. Okay, habe ich gemacht. Jetzt kannst du in den Nether reinkommen und ich komme als Gessen. Ich gehe jetzt auch in den Nether. Dann können wir uns dort treffen. Jo, ich bin drin. Gut, bin gleich da. Musst du nur kurz in den Base rein. Ich bin hier drüben. Da bist du. Ich habe dir hiermit sozusagen meinen geheimen Eingang in meine Base reingezeigt. Also, mein anderer geheimer Eingang. Denn ich mir Kenn ich erst. schon. Ach echt? Kenn ich schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Und das ist jetzt das, der Ort, wo wir hier waren bei dir. Leute, der Ding ist aber ganz schön tief. Der Mineshaft. Ja. Nein, wir haben jetzt also schon eine halbe Stunde vorher so ziemlich. So, jetzt bin ich wieder zurück Ich gehe jetzt noch in auf den Apfel Sicherheit. zum Stuhl. Auf den Apfel zum Stuhl, wie Ja, sich das mach das. anhört. Dem, 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 komm schon. Bring gerade mal so ein paar Sachen. Bei mir tut es gerade auf den Server laggen, weil ich kann Sicherheit. den Aufzug nicht hochspringen. Ah, endlich. Du, 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 du.
So. Ah, nein. Ja. So, wir sind hier nochmal für ein Endscreen da. Wir haben es ja schön heute gehabt mit, keine Ahnung, wie oft das abgestürzt ist. Zwei oder dreimal? Zweimal und einmal Keine bloß Ahnung. vom Server geflogen, denke ich. Na egal. Danke fürs Zusehen, wie immer. Und ich hoffe, ihr bekommt uns, tut uns auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Let's Play FIDABEES Together mit MasterCrackTF7, DialectLP und den anderen Typen, die gerade nicht da sind. Okay. Man sieht sich.